Gut, hallo Luis, hallo liebe Abonnenten und hallo auch liebe Zuschauer. Ich bin heute hier mit Olli unterwegs, denn heute beginnt das 7-Tage-Survival-Projekt. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das alles so voranschreitet, wie so die einzelnen Tage, Abschnittstage natürlich so funktionieren. Das Erste, was wir nachher gleich machen werden, sind das Lager aufbauen und gleich für mich natürlich dann die Wasseraufbereitung vorzubereiten. Mit diversen Wasserfilter-Systemen, die wir mitgebracht haben. Und dann schauen wir mal, wie das so alles schmeckt vor allen Dingen und wie der Körper das alles verträgt. Das war für mich auch immer ganz wichtig. Wir haben hier natürlich ein Trinkwasserschutzgebiet. Dementsprechend sollten wir hier auf jeden Fall 1A Wasserqualität haben. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, wie schwer oder wie einfach das wird. Ja. Man sieht ja in diversen Videos, dass viele Leute mit dem Backpack unterwegs sind und dieses Survival-Szenario nachspielen. Aber unter richtigen Voraussetzungen, das mal wirklich mal live durchzugehen, abarbeiten, das finde ich mal richtig interessant und ich bin gespannt, wie der Körper darauf reagiert und natürlich auch die Psyche und wie Olli darauf reagiert. Gut, okay. Kriegst du das hin? Ja. Okay. Das ich auch. So, willst du denn nach da hinten oder? Ich werde ausprobieren. Okay. Gut, okay. Ja, ich bin gespannt, wie viel Gewicht ich verliere. Aktuell habe ich noch Muskelkater. Kann sein, dass das nachher so alles nachher so nach und nach flöten geht. Muskelmasse abgebaut wird. Muss ich mit rechnen bei diesem Projekt, wenn ich natürlich nur das esse, was ich natürlich fange. Und wenn ich nichts fange, habe ich dementsprechend nichts zu essen. Ne? Ja, Projekt und Sinn dahinter ist einfach auch, wir Menschen nehmen alles viel zu selbstverständlich. Wir gehen in den Supermarkt, kaufen uns Essen, kaufen uns Fleisch, gehen nach Hause und man hat es ja super bequem. Du hast eine richtige Komfortzone. Mal aus der Komfortzone rauszugehen, das machen die wenigsten. Ja? Und ich bin auch gespannt, wo meine Skills auch irgendwo enden und natürlich auch meine Skills ein bisschen zu erweitern. Ja? Ja. Und ich bin gespannt, wie ich danach, nach diesem Projekt dann halt die ganzen Gegebenheiten, die ganze Aktion so Revue passieren lassen, wenn ich darüber nachdenke, was hätte ich besser gemacht, was würde ich anders machen beim nächsten Mal, wenn es ein nächstes Mal geben sollte. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, ja, erstmal Lager aufbauen, bevor es anfängt zu regnen, Ruten rein, damit ich eventuell noch ein paar Chancen habe, heute nochmal einen coolen Fisch zu fangen, vielleicht einen kleinen Barsch oder andere Fische, die ich heute Abend zubereiten kann. Ja, wir haben uns schon ein paar Maiskolben besorgt. Das ist natürlich der Vorteil jetzt bei der warmen Jahreszeit, dass man auch ein paar Früchte hat. Hier wachsen auch ein paar Brombeeren. Die kann man natürlich auch noch mal nebenbei ein bisschen essen. Ein paar Vitamine, auch ganz wichtig für den Körper. Also ich bin gespannt, wie das ganze Projekt enden wird, wie es anfängt. Ich hoffe, dass nicht gleich der erste Tag hier so massiv Probleme mit sich bringt. Ja. Ja, was sagst du, Olli? Mega. Mega. Super geil. Gut. Ja, Olli ist der eigentlich mit aufpasst, je nachdem, wie er sich heute fühlt. Er hat sich jetzt erstmal impfen lassen und dementsprechend muss man da auch nochmal ein Auge drauf halten. So, jetzt geht's erstmal ans Eingemachte und Lager aufbauen. So, Lager aufgebaut. So, dann beginnen wir mal mit den Wasserfiltern.
Gut. Also ich bin gespannt, wie klar das Wasser nachher wird. Gut. Auf jeden Fall erstmal ein paar Flaschen auffüllen, damit ich nachher vorrätig genug für die Nacht habe. So, jetzt bereite ich mir hier gerade ein bisschen Wasser vor. Halt für die Nacht, dass ich nachher genug habe. Ich habe bis jetzt noch nichts getrunken. Man hat es ziemlich trocken im Mund. Ja, ich habe gerade mal einen kleinen, also Minischluck gerade genommen gehabt und schmeckt wirklich komplett geschmacksneutral. Wie Leitungswasser, wie stilles Leitungswasser. Und sehr, sehr praktisch. Also ich fütter das quasi doppelt hier einmal mit dem Brita-Wasserfilter. Dann habe ich nochmal einen Wasserfilter. Oh, hier vorne räubert, glaube ich, ein kleiner Barsch. Da hier mal ein bisschen auf Rupfischjagd gehen. Hier muss ich diesmal alles nehmen. Hecht, Zander, alles was reingeht auf jeden Fall. Ja, und dann gucke ich hier. Hier sind auf jeden Fall ein paar Beeren, die werde ich nachher essen. Und ein paar Maiskolben, die wir uns vom Maisfeld gepflückt haben. Ganz praktisch. Gut. Weiter geht's erstmal mit dem Wasser aufbereiten, ganz wichtig. Auf jeden Fall noch ein bisschen filtern. So, will ich noch mal ein bisschen Wasser wieder in meinen Filter reingießen. Oh, ein bisschen. Hat es gar nicht richtig drauf hier. So. Ja, wenn es schwer zu ziehen geht, dann muss man den auf jeden Fall reinigen. Bin ich mal gespannt, weil ich finde, der zieht schon ein bisschen schwer, Olli. So, wenn ich noch keine Scheißerei habe, ist alles gut. Also ganz praktisch das Teil hier. So. Erstmal Liebesgut reinpfeifen hier. Die sind ein bisschen weiter als die Maiskolben, die ich das letzte Mal gesehen habe. Beim letzten Mal, gestern. Ein bisschen Nahrung schon mal. Viel ist nicht. Na gut. Nächsten Satz machen.
Sehr gut. Schon mal ein paar Vitamine. Vielleicht finden wir hier noch mehr Brombeerbüsche, die ich denn essen kann. Von denen ich essen kann. Ja, ist noch ein bisschen für Ordnung sorgen hier. Man sieht das ganze Getümmel. Für mich war es erstmal wichtig, dass ich Wasser aufbereite. Ja, und alles, was nass wird, ab ins Auto rein erstmal. Damit da keine größeren Schäden, was die Klamotten angeht, irgendwie entsteht oder sonst irgendwas in der Art. Ne? Gut, ich gucke noch nach, was ich hier für Ausrüstung habe. Ich habe noch einmal Wasser gefiltert gehabt. Mache ich hier gleich nochmal rein. Das ist mein Wasserfilter. Dann kann ich hier direkt von trinken. Richtig praktisch. Wie eine Capri-Sonne quasi. Ne? Bloß, dass das hier wirklich Warnwasser ist. Ja. Fische ist hier noch gar nichts an Aktivität jetzt hier an der Angel. Ich werde jetzt gleich einmal die eine Rute hier kontrollieren und dann schauen wir mal nach. Ich brauche nämlich langsam was zu essen. Ja, vom Mais. Ja, muss ich mal gucken, ob das mit Mais so hinhaut. Nährwert, Nährstoffe, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt. Olli hat's gut. Olli hat feste Nahrung mit. Ich zwar auch, aber nur als wirklich als Backup, wenn alles hier schief laufen sollte und ich drohen sollte, das Projekt abzubrechen. Ich will natürlich angeln, das ist natürlich mit im Vordergrund, also Survival und Angeln halt natürlich. Gut, schauen wir mal, dass doch noch irgendwie ein Fisch kommt, ein Aal hoffe ich doch. Ich muss dazu noch sagen, zu kleine Fische muss ich reinschmeißen. Na? Wäre natürlich trotzdem eine Nahrungsquelle, aber wenn es wieder so ein kleiner Wels ist, ein kleiner Aal, muss ich leider reinschmeißen. Also da muss ich trotzdem die Gesetze immer noch mit berücksichtigen. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft regeln werde. So, außer kleine Barsche habe ich bis jetzt noch gar nichts gefangen. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal auf der Suche gehen, auf die Suche nach Brombeeren, reife Brombeeren, dass ich noch ein paar Stück habe. Ja, sonst bis jetzt relativ mau. Ich habe es ein bisschen besser vorgestellt beim letzten Mal. Gab es ja doch, na, die Federrute. Die Federrute ging ein bisschen, die muss ich im Auge behalten. Ja, dass ich eventuell ein bisschen einfacher an Fisch rankomme. Ich hätte noch ein bisschen anfüttern sollen, sonst mache ich das für morgen. Morgen früh. Dass ich dann starte, ein bisschen zu fiedern. Dass ich da vielleicht den einen oder anderen Fisch damit erhaschen könnte. Ja, Aktivitäten haben wir hier. Ich habe leider keine direkte Barschroute, um aktiv auf Barsch angeln zu gehen. Das sind natürlich auch schöne Proteinträger. Schöne Hecht wäre natürlich auch gut. Oh, oh, meine Federrute geht. Zack. Ne, schade. Ab. Jetzt geht's erstmal auf die Suche nach Brombeeren. Nicht viele, aber. Also, ich habe bis jetzt noch nicht so viele gesehen, aber einige waren noch da. So. Natürlich noch ein bisschen mehr sein. Geht jetzt gerade erst los mit den Reifen. Hier sind auch noch ein paar. Die Reifen noch. Brauchen noch ein bisschen. Ja. Soweit. Mehr habe ich gerade erstmal nicht gefunden. Sind zwar vereinzelt nochmal Büsche. Aber Bären sieht man hier nur rote noch. Also noch keine reifen Bären. So. Nee, das muss ich mal schmecken.
So, scheiß drauf. Ich muss jetzt erstmal wenigstens schon mal eine Welsroute fertig machen. Dann sehen wir mal nach. Gott. Jo, recht mal aus hier. So, genau. Was würde ausgehen? Ja, ist alles nicht so einfach. Gerade aktuell noch kein Fisch, immer nur die kleinen Barsche. Immer, die kann ich nicht verwenden. Ein Kaulbarsch noch, den werde ich nachher noch als Köder anbieten für Aal. Ja, sonst werde ich erstmal jetzt die erste Welsroute auslegen. Ich denke, was wird erstmal bei einer bleiben. Vielleicht fange ich nochmal eine Pliete oder sonst noch irgendwas in der Art, dass ich das vielleicht nochmal als Köder oder ja, irgendwie so benutzen kann. Ups. Ja, seltsames Gefühl, ne? Man hat Hunger. Das letzte Mal war es zum Mittag, ging 12 Uhr essen. Dementsprechend ja, meldet sich ja dezente Magen, es geht. Irgendwie ist mir warm und man merkt den Körper ein bisschen anders noch. Ja. Aber jetzt nichts Unnormales, ne? Interessant wird es morgen früh natürlich, wie sich der Körper fühlt. Wie gesagt, mit Trinken funktioniert alles aktuell. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der Abend sagt. Ne? Ob er fischreich wird oder nicht. Ja, mal gucken. Darf auf jeden Fall nicht so weitergehen, wie es jetzt gerade läuft. Definitiv nicht. Und sehe ich auf jeden Fall für dieses Projekt kein Happy End. Ja, wir sehen mal, wir schauen mal, wie sehr ich das aushalten kann, wie sehr ich das aushalten werde, auf jeden Fall auch. Ja, ich bin neugierig. Super schön gerade. Wahnsinn. Olli geht jetzt ins Bett, glaube ich. Ich auf jeden Fall auch. Ich mache mal ein grünes Licht an. Ja, bis jetzt noch keine großen Erfolge erzielt. Schon nach 22.30 Uhr, glaube ich. Also fast 23 Uhr. Naja, ich gehe jetzt schlafen. Und da hoffe ich noch, dass noch der eine oder andere Fisch noch kommt. Dass noch ein Aal vielleicht kommt oder sonst irgendwas der Art. Ja, das wäre schon ziemlich cool. Dann habe ich morgen wieder ein Frühstück. Ja gut. Sollte schon klar gehen. Hauptsache trinken ist erstmal wichtig. Ja. Gut, okay. Gut, jetzt machen wir die Welsmontage hier fertig. Ich mache jetzt hier ein paar Würmer dran. Zack. So, das ist dann wesentlich attraktiver, weißt du? Hm. So. Sieht auch attraktiv aus, alles klar. Okay. Kommen wir zurück zum Land. Zieh mal ran. Ich bin in den Ratsch.
Vielleicht ballert die heute durch. Mal gucken. So, jetzt mache ich nochmal eine Aalroute fertig. Vielleicht kriegen wir auch so nochmal einen kleinen Köder. Für Wels. Schauen wir erstmal. So. Einfach eine Grundmontage. Gut ist. So. Ja. Moment, man wird auf jeden Fall früher müde. Vielleicht liegt es daran, weil man so wenig gegessen hat. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt erstmal das ganze Equipment, was ich jetzt erstmal nicht brauche, beiseite. So. So, eine Flasche noch zum Aufbewahren. Ja, dann schauen wir mal. Olli macht da hinten Feuer. Wir schauen mal vorbei. Funktioniert? Hm? Geht? Boah, ich hoffe doch, ne? Ja. Brennt nicht, ne? Nee, irgendwie ist das alles heute nicht mein Tag. Ja, wo soll es auch brennen? Du hast ja nichts drin. Na klar, hör mir auf. Ich hatte hier Stroh, Holzspäne, ich hatte die Sägespäne von dem gesägten Holz. Hör mir auf, doch, doch. Alles hier, du. Alles am Start. Okay. Aber du weißt doch, Übung macht den Meister. Ja, das ist richtig. Wenn nicht, muss ich das Olli gleich mal zeigen. Was? Ja? Was? Wie? Nimmst du gerade auf? Ja, ich glaube. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Blinkt er? Ja, er blinkt. Ja, dann nimmt er auf. Dann nimmt er auf, sag. Ja, du musst doch Feuer machen. Ja, entspann dich. Ja, hab ich schon. Hat er schon, sagt er. Gut, okay. Sowas muss nicht aufgenommen werden. Okay, gut, weiter geht's. Ja, die Würmer haben sie mir komplett abgenommen. Fledermäuse schon wieder. Mann, ey. So, ein kleiner Aal, ein kleiner Schnüri. Ich mache ein bisschen heller hier. Wie ihr sehen könnt, falls ihr sehen könnt, ist knapp 43. Und muss der wieder rein. Genau, gut. Ja, schon mal ein Aal auf jeden Fall. Und viele Fledermäuse. So, der nächste Aal. Aal Nummer 2. Aber auch zu klein, also muss auch wieder rein. So. Weg geht's.
So, wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, Olli pennt auch noch da hinten. Da will ich ihn gleich mal ein Feuer unter seinen Schlafsack machen. Welchen linkes Stück Pobacke abreißen. Hast du gut geschlafen, Olli? Oh. Ja, er schläft noch. Ja, das werde ich mir hier mal Futter fertig machen, um zum Anfüttern. Und dann bis zum Federn gehen. Das ist unser Plan, zumindest. Ja, Welsroute ging gar nichts. Ich habe geträumt, dass ich einen Wels gefangen hatte, über 2 Meter, aber ja, war leider nur ein Traum. Dementsprechend brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Köderfische. Damit mal der ein oder andere Wels rauskommt. Gut, Internetempfang hier wirklich sehr, sehr schlecht. Ja. Jetzt sind noch 3 Stunden und dann habe ich 24 Stunden nichts gegessen. Man merkt auf jeden Fall, der Körper ist ein bisschen entkräftet. Könnte schon was essen, aber mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Ja, ob das die kompletten 7 Tage was wird oder eben nicht. Naja, ich habe ja 2 Aale gefangen. In einer Extremsituation hätte man die auch braten können, so ist es ja nicht, ne? Aber dadurch, dass ich natürlich auch die gesetzlichen Grundlagen natürlich mit beachten muss, kann ich die hier natürlich vor Ort nicht fertig machen. Ja. Gut, ich schaue mal, ob ich irgendwie nochmal Internetempfang reinkriege oder nicht. Ich bin gespannt. So. Kontrollieren wir erstmal die Routen, ob da irgendwas drin ist. Dran ist, meine ich natürlich. So. Damit natürlich die ganze Nacht durchgängig bimmelt. Okay. Die ist nicht mehr ganz so straff hier. Ja, hier ist was dran, oder? Nee, doch nicht. Hat sich kurz angefühlt. Doch. Jo, alles klar. Ein Fisch habe ich schon mal. Also neue Würmer ran. Vom 8 gekauften Würmerpackung habe ich noch 8 volle. Das sind alles die ich jetzt nochmal gesammelt hatte. Ursprünglich. Geht's dir nicht gut, Olli? Geht's dir nicht gut, Olli, oder? Geht's dir nicht gut? Doch, alles ist gut. Okay, na, hätte er sein können wegen der Impfung, weißt du? Deswegen. Das Problem war nur, ich hatte die Hängematte nicht richtig gerade gehabt, weil die Bäume hier so unterschiedlich sind. Ja? Und ich bin nur nach unten gerutscht beim Pennen. Jetzt habe ich so ausgerichtet und jetzt habe ich wieder in Stein geschlafen. Okay, super. Oh, alles super, du. Das muss man vorher mit der Wasserwaage alles abmessen hier, ne? Ja, gut. So, einen Fisch habe ich jetzt, Olli. Jetzt brauche ich nur noch mehr andere Fische. Immer, ne? Weil nachts war irgendwas gewesen, ne? Wie, war's nachts? Da hat's doch mal geklingelt, oder? Mehrfach? Ja, aber sag ich doch. 2 Aale habe ich gefangen. Boah, siehst du, ich dachte auch, irgendwie war was. Ja, aber. Ja? Die waren zu klein, beide. Was? Achso. Also, ich meine, in der Extremsituation hätte ich jetzt essen können, beispielsweise, ne? Ach ja, hast du gesagt, wartest du. Ja, musste ich reinschmeißen, leider.
Ja, die waren ja, ja nicht mal 45 cm, nicht mehr das alte Mindestmaß hätten sie damals erreicht. Und wofür ist der Hafer eigentlich? Zum Anfüttern für die Fische. Echt jetzt? Ja. Die fressen Hafer? Ja. Ach, ist ja krass, Alter. Ich nehme mich auch Hafer mit. Okay. Und hast du noch einen Olli dran zu hängen hast oder so. Ja geil, Alter, ich freue mich. Jetzt geht's mir wieder so weit. Mir geht's noch ganz gut. Der Arm tut nur weh, aber sonst ist alles cool. Ja, ist ja meistens immer so nach einer Impfung, ja, ne? Aber echt jetzt? Dass ja, das so klar. Heftig ist? Also wie heftig weiß ich nicht. Auf jeden Fall wie so Muskelkater. Naja, ich hatte vor 10 Jahren das sonst nie so gehabt mit einer Impfung. Ich weiß auch immer gar nicht, weil alle zu mir meinten, eigentlich ist immer nur einmal eine Impfung. Sprich, dass du nur einmal gepiekt wirst. Ist das wirklich so? Weil ich hatte immer in Erinnerung, dass es doch auch zweimal war. Kommt drauf an, was du hast, ne? Es gibt verschiedene Impfungen mit mehreren Wirkstoffen drin. Das ist es. Und da musst du denn auch zweimal impfen lassen. Ich habe einen Specht heute Morgen gehört, hammer geil. Und einen Biber letzte Nacht, ja, auf der anderen, ja, Seite. Ja, hier hast du hinten schon geguckt. Abgesehen davon, dass da hinten haben wir viele, ja, blaue Mülltüten sind, frag mich nicht warum. Haben wir Kacke. Aber die Bäume, die sind umgekippt von dem Biber. Ja. Hammer geil. Das ist so ein kleiner Baum noch. Ja, trotzdem. Vielleicht war das ja der Biber gestern, der da hinten so gepatscht hatte. Wo du auch immer von erzählt hast, wenn sie mit ihrer Flosse immer raufhauen. Ja, manchmal ist das so, ja. Dass sie das machen. Hast du gefroren, ne? Nee, Quatsch, echt. Du kennst ja auch nur mit T-Shirt und Boxer, oder? Ich hab sogar nur mit die Jacke anbehalten. Das ist so bequem da am Bett. Ja, ja. Ich kann auch immer überlegen, dass wir auch immer noch einen Winter nach dem Winter geht. Okay, wieder? Im Winter nachher wegen Pendeln sind wir geschlafen. So mache ich das auch immer. Ja. Ich schlafe immer so, ja, hier. Ich habe eine lange Unterwäsche hier oder so. Ich bin leicht gefroren, aber ich weiß nicht, wann es war. An der Schräge, weißt du, ist der Schlafsack so verrutscht, dass ich nicht stehen. Ich bin immer nach unten gerutscht, weißt du? Ja. Alle halbe Stunde nach oben ziehen. So, während wir hier noch von einem Ringschauer überrascht wurden, Olli, weißt du, wie Haselnuss aussieht? Ja. Ja? Findest du einen langen Haselnussstrauch, damit wir uns eine Route basteln können? Ich hoffe. Eine Route bimmelt gerade. So, dass ich mir ein paar Köderfische in der Nähe von Bäumen fangen kann. Oder vielleicht sogar zum Essen. Ich muss mal ausprobieren. Ja? So kleine Ukuleis. Ich denke mal, wenn man die ausnimmt, brät, kann man die auch bestimmt komplett vertilgen, wenn man die ordentlich durchbrät. Ja. Gut. Das ist der Sinn dahinter. Mein Ziel dahinter. Gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob durch das Fiedern noch der ein oder andere Fisch nochmal rankommt hier. Und mein Futterplatz, gestern war relativ rar. Und ich hoffe, dass heute ein bisschen mehr Action ist hier. Ja, dann sind auch fast schon 24 Stunden rum, ne? Wie spät ist denn das jetzt? Meine Uhr kann ich nachher abnehmen. Unnötige Ballast, die ist leer. Ja, 2 Stunden habe ich noch. 2 Stunden noch. Da sind die 24 Stunden rum. Und dann bin ich seit 24 Stunden ohne Nahrung. Ja, mein Gesicht fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Aber das ist erstmal ein Experiment. Ich will herausfinden, wie der Körper darauf reagiert. Ja, oder natürlich, wenn ich Fisch fange, ist es ein bisschen was anderes noch. So. Nahrung! Ja. So. Den meisten nutze ich jetzt mit dazu noch für die Optik, damit der unter Wasser gut zu erkennen ist. So, nächste Nahrungsquelle. Erstmal ein paar Brombeeren. Ja, die werde ich mir erstmal auch reinziehen. Sobald es geht. Ein Hochgenuss. Herrlich. Falls ich die Folge gehasst habe,
Die gefallen mir jetzt auf jeden Fall. Oh, lecker, ey. Ein schön Brombeerschnaps, das wäre jetzt genau das Richtige für mich. Ich glaube, Olli macht sich dann gerade was zu essen fertig. Der hat sich gerade stark bemüht, sein Feuer anzumachen. Wir funken mal vorbei. Der wirkt irgendwie nicht so zufrieden. Bist du nicht gut drauf, Olli? Ja, ich habe jetzt geschafft, meinen Tee zu machen. Du hast geschafft, deinen Tee zu machen? Okay. Ja, wieso? Ich habe noch Kaffee auch noch mit. Haben wir irgendwas mit Kaffee fertig zu machen? Ich habe Kaffee, ja. Nee, wie meinst du jetzt? Du hast Dings drin hinten, habe ich schon gesehen. Ja, türkischen können wir machen. Ja, das geht, Kaffee, ja? Ja, okay. Ja, so, aber gut, ich habe nur 2 Tassen Kaffee mit oder so. Hier ist Olli. Macht sie gerade hier ein bisschen was mit der Buschbox warm. Ich versuche gleich nochmal ein paar Barsche zu fangen. Werde mir gleich eine Rute umbauen. Und da ein bisschen aktiv angeln. 10 bis 30 Gramm. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich müsste noch so einen Schickköpfe haben, die diese Aufgabe erfüllen sollte, damit ich den Köder relativ gut präsentieren kann. Ja, Wetter ist angenehm. Es ist mild, ne? Es ist schön irgendwie. Ja, ist nicht zu warm. Natürlich ein bisschen Sonne nachher, wenn die Strombox nachher ein bisschen an Energie verliert. Wäre gut, wenn Sonne strahlen sollte. Aber sonst ist das total eine ganz, ganz angenehme Atmosphäre. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich wieder Bock auf ein paar Brombeeren, aber das muss warten. Mega. Ja, ich denke mal, Olli geht bestimmt nachher später auf Entdeckungstour. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Obstbaum hier. Unwahrscheinlich vielleicht, aber nicht unmöglich. Ja. Wäre natürlich geil, ne? Ja, definitiv. Ich weiß nicht, kann man Äpfel schon essen oder ist es noch zu früh? Nee, kommt drauf an. Welche Apfelsorte? Ja? Doch, kannst du schon, klar. Ja, okay. Schauen wir mal. Ja, wir haben zu wenig Obstbäume hier in der Natur. Für Tiere und Mensch natürlich auch. Um solche Projekte hier auch irgendwie durchzustarten. Ja, ich muss mal gucken, wie spät es ist. Würde mich mal interessieren. Hä? Wieso ist es so feucht hier? Nein. Was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich habe Feuchtigkeit. Bestimmt von der Regenjacke. Ja, 11.43 Uhr. Noch keine 24 Stunden her. Und ein bisschen Nahrung konnte ich mir jetzt schon durch die Brombeeren natürlich erhaschen. Ich bin gespannt. Ja? Seid gespannt. Ja, mega. Oh, herrlich. Ein paar Fische habe ich ja schon. Die würde ich auch mit als Köder benutzen. Das ist krass. Stell dir vor, es würde nichts mehr zu essen geben und hier und da, wie die Menschen durchdrehen würden, weißt du? Ja. Es ist ja nicht leicht, hier irgendwie an Nahrung zu kommen. Nee, absolut nicht. Wir sind schon. Na, guck mal, wann ging das denn los ungefähr? Als der Mensch unabhängig wurde von dem, was wir jetzt hier gerade, oder was du gerade machst. Wann ging das los? Wann war das? Ist jetzt schwer zu sagen. Diesen richtigen Luxus haben wir erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Wir auch weltweit unterwegs waren, ja, zur damaligen Zeit. Wo es noch nichts gab an Technik oder Wissenschaft oder Medizin. So.
aufbereitet. Weil ich dachte, das wird noch großer Mais oder so. Wird auch noch groß, ja, ist ja richtig. Aber wohl Futtermais oder was, ja, ja, für Tiere. Ja. Ja, da sind noch zwei Löcher, wenn du auch kacken musst. Ja. Musst nur den Erdballen dann wieder reindrücken. Ja, ich führe euch mal ein bisschen durchs Camp hier. Es zieht gerade ein kleines Gewitter auf. Oh Gott. Hier ist Olli. Super. Er hat sich gerade die ganze Zeit nicht scharf gestellt. So, und hier kann man sehen, da zieht sich ganz schön was zu. Ich bin gespannt, was das hier wird. Jo, das sieht doch mal nach was aus hier. Na, macht den Fokus bitte. Ja. Alles bereit machen. Auf jeden Fall. Ich muss immer noch mal gucken, welcher der beste Fokus ist hier, aber ja, jetzt Fokus. Ja, wie ihr sehen könnt, hier zieht sich das ganz schön zu. Ich verstehe nicht, warum er immer ständig den Fokus versucht einzustellen, aber naja, gut. Das Problem kriege ich irgendwann mal bestimmt gelöst. Entweder durch manuelle Eingabe. Naja, jetzt geht es erstmal wieder zurück. Bevor es anfängt zu regnen, erstmal alles bereit machen. Für mich zumindest. So, ja, so sagen ist schon ein Tag rum. Und jetzt beginnt nachher auch langsam der nächste Teil, deswegen beende ich hier diesen Teil, auf jeden Fall Teil 1. Und da hinten kommt Olli auch, der geht erstmal gleich auf kleine Entdeckungstour. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas noch finden. Ich werde ein bisschen versuchen, noch ein paar Fische noch zu fangen, ja. Noch ein bisschen zu improvisieren, damit ich da irgendwie nochmal massiv an Fische kommen könnte. Auch einen etwas größeren oder vielleicht auch einen Raubfisch, das wäre natürlich auch extrem cool. Ja, erstmal alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, aber das gibt es erst im zweiten Teil, ja, der dann natürlich gleich nach diesem Teil folgt.